Hallo liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr habt es ja im Titel gesehen, heute gibt es wieder mal ein Q&A. Und zwar, ja, ist das heute das 2500 Abonnenten-Special und zu diesem Anlass möchte ich mich natürlich nochmal ganz, ganz herzlich bei euch bedanken, dass ihr meinen Kanal abonniert habt, dass ihr regelmäßig Zeit in meine Videos investiert und die Videos anschaut und auch für alle eure Nachrichten, eure Kommentare, auch eure E-Mails, die ihr mir schreibt. Also ich freue mich wirklich so sehr, dass wir hier ja eine kleine, tolle Buch-Community aufgebaut haben, beziehungsweise klein ist sie eigentlich gar nicht mehr. Aber ich freue mich über jede einzelne Person, die meinen Kanal abonniert hat und hier regelmäßig Zeit verbringt. Das bedeutet mir wirklich sehr, sehr viel. Und ich hoffe, es geht euch allen gut. Und ja, ich danke euch einfach ganz herzlich, dass ihr das Video anschaut und dass ihr ja bisschen Zeit mit mir verbringt. Und ja, da in letzter Zeit der Kanal sehr viele neue Abos bekommen hat, dachte ich mir, für das Special wäre es vielleicht ganz cool, wenn ich wieder mal ein Q&A starte, sodass etwas neuere Personen vielleicht die Möglichkeit haben, eine Frage zu stellen, die sie schon lange ja stellen wollten. Und deswegen habe ich euch auf Instagram und auch hier auf YouTube im Community Tab nach Fragen gefragt und ihr habt mir ganz viele Fragen gestellt und deswegen werden wir heute alle diese Fragen zusammen anschauen. Starten wir doch am besten einfach gleich. Ich glaube, das wird ein etwas längeres Video, also holt euch vielleicht einen Tee oder einen Kaffee. Ja, legen wir los. Also die erste Frage von Instagram. Bist du in der Gothic Scene, nehme ich an, soll das heißen? Nein, bin ich nicht. Also ich bezeichne mich selber nicht als Goth, aber ich finde die Szene total interessant. Ich finde den Style wunderschön. Mit der Musik kann ich ehrlich gesagt nichts anfangen, aber ja, so die Aesthetics finde ich total toll und ich inspiriere mich teilweise schon auch davon. Aber ich bin da nicht so tief drin, dass ich mich als Goth identifizieren würde. Deswegen, ja, sage ich nein. Die nächste Frage. Du Liebe, wie viele Stunden am Tag liest du circa? Das kann ganz unterschiedlich sein. Manchmal gar nichts, manchmal 8 Stunden. Also es kommt sehr, sehr auf meine Lust drauf an. Wenn ich arbeiten gehe, dann höre ich viel öfter Hörbücher, als dass ich lese, weil ich habe eine recht lange Zugfahrt zur Arbeit und wieder zurück. Und ich bin einfach morgens und abends so krass müde, dass ich meistens gar nicht lesen mag. Deswegen höre ich da meistens Hörbücher. Also das sind dann meistens schon so 2 Stunden, die ich pro Tag Hörbücher höre. Lesen, also physisches Lesen. Ja, wenn ich frei habe und total in ein Buch vertieft bin, dann lese ich manchmal 6, 7, 8, 9 Stunden, wenn ich das Buch dann auch wirklich beenden will in einer Sitzung. Aber ich lese oft auch gar nichts pro Tag. Also das ist sehr, sehr unterschiedlich. Lasst mich doch mal wissen, wie viel ihr liest. Oder falls die Person, die die Frage gestellt hat, das Video sieht, wie viel liest du? Schreib sie mal in die Kommentare. Die nächste Frage, sehr spannend. Welcher ist dein Lieblingsthriller? Kann ich gar nicht so sagen, weil ich habe gar nicht sehr viele Thriller gelesen. Falls ihr eins meiner kürzlichen Videos gesehen habt, mein Lesemonat September und Oktober, da habe ich euch ja das letzte Haus in der Needle Street vorgestellt. Und ich glaube tatsächlich, das war eins der wenigen Bücher, die ich gelesen habe, die wirklich ins Genre Thriller gehören. Also so ohne paranormale Elemente, ohne gar nichts. Und ja, ich habe es ja gesehen, das Buch hat mir überhaupt nicht gefallen. Deswegen glaube ich, Thriller ist nicht unbedingt so mein Ding. Aber, kleiner Moment. Aber wenn wir der Beschreibung hier auf dem Buch von dem Schattenriss Glauben schenken dürfen, was wir sicherlich dürfen, da steht ja ein viktorianischer Thriller. Deswegen würde ich sagen, das hier ist mein Lieblingsthriller. Weil ich habe es kürzlich gelesen, es hat 4,5 Sterne bekommen. Ich habe das Buch sehr geliebt und es ist wirklich eins der wenigen Bücher, die ich gelesen habe, die ich so in die Kategorie Thriller stecken würde. Also dieses, ja. Nächste Frage. Was machst du beruflich? Also, falls ihr es noch nicht gewusst habt, ich bin ausgebildete Buchhändlerin. Ich arbeite auch als Buchhändlerin. Also ja, von Beruf, ich verkaufe Bücher. Ich arbeite in Zürich in einer großen Buchhandlung. Ja, und ich betreue da die Jugendbücher, also Jugendbücher ab 14 Jahre, die Fantasybücher, die historischen Romane, die Horrorbücher und die Science-Fiction-Romane. Aber in derselben Abteilung sind auch noch die allgemeinen Kinder- und Jugendbücher. Also ja, ich arbeite in der Kinderbuchabteilung in einer Buchhandlung, ja, und habe da zum Glück die
Gebiete unter meinem Kommando, die ich selber auch am liebsten lese. Also ja, falls ihr mehr Fragen so zum Thema Buchhändler als Beruf habt, ihr dürft mir gerne Fragen in den Kommentaren dalassen. Falls einiges zusammenkommen würde, könnte ich da vielleicht mal ein separates Video drüber machen, weil ich bekomme hier und da in den Kommentaren halt Fragen zu dem Thema oder zu dem Beruf. Und vielleicht würde sich das lohnen, das mal so in einem Video zu sammeln, so als Überblick für all jene, die der Beruf interessiert oder all jene, die einfach gerne Bücher haben und so ein bisschen einen Einblick in das Leben einer Buchhändlerin haben möchten. Also falls euch das interessiert, dann lasst mir mal Fragen oder Inputs da, dann könnten wir vielleicht mal ein separates Video über das Thema machen. Nächste Frage. Machst du mal wieder ein Video mit deinem Freund? Sehr gerne, ja. Also wir haben schon, als wir das erste Video zusammen gedreht haben, ich werde euch das unten mal verlinken, haben wir im Anschluss gesagt, hey, das müssen wir wieder mal machen. Aber ja, wir haben nicht so oft Zeit, halt, um das zusammen zu tun. Ich hoffe, dass wir das bald mal auf die Reihe kriegen. Das wäre sicher mega witzig. Und falls ihr ein spezielles Video sehen möchtet, also irgendwie so eine Challenge oder so, die mein Freund und ich zusammen machen können, dann lasst mir mal eure Wünsche in den Kommentaren. Also ja, wir sind da relativ offen, was für ein Video wir zusammen machen können. Dann die nächste Frage. Hast du schon immer gerne gelesen, auch als Kind? Ich habe schon immer gerne gelesen, ich habe aber nicht immer viel gelesen. Also als Kind, ich habe so in der, was war das, so dritte, vierte Klasse, also so mit 9, 10 Jahren, habe ich eigentlich begonnen, regelmäßiger zu lesen. Damals allerdings immer irgendwie dieselben 5 Bücher, weil wir keine große Bibliothek in der Nähe hatten und auch nicht das Geld, um Bücher zu kaufen. Deswegen habe ich da einfach so immer meine paar Bücher immer und immer wieder gelesen. Und so während der Lehrzeit, also während meiner ersten Lehre als Teenager, ich habe nämlich tiermedizinische Praxisassistentin auch gelernt, damals vor Jahren. Während dieser Zeit habe ich sehr, sehr wenig gelesen und dann so mit 19, 20 hat das Ganze wieder Fahrt aufgenommen, so in dem Ausmaß, in dem ich auch heute lese. Also ja, ich habe Bücher immer geliebt, aber hatte mal mehr und mal weniger Zeit dafür. Die nächste Frage, Thema Tolkien. Hast du schon Bücher von Tolkien gelesen? Wenn ja, welche? Ich habe schon Bücher von Tolkien gelesen, allerdings bei weitem nicht so viel, wie ich gerne hätte. Also ich habe die Herr der Ringe Trilogie gelesen, ich habe Der kleine Hobbit gelesen. Mein Freund und ich versuchen uns momentan miteinander am Silmarillion. Also das habe ich nicht gelesen, aber wir sind dran. Dann, was habe ich noch gelesen? Bilbo's Last Song. Das ist so ein kleines Buch, das eigentlich nur ein Gedicht ist. Dann habe ich das Buch Beren und Lúthien gelesen. Ja, ich glaube, das war es auch schon. Also ich habe eine ziemliche, beziehungsweise mein Freund und ich haben insgesamt zusammen eine ziemliche Tolkien-Sammlung. Aber ich glaube, das ist so ein Lebenswerk, sich dadurch alle Tolkien-Bücher durchzuwälzen. Ich habe auf jeden Fall vor, ja, das gesamte Mittelerde-Universum irgendwann mal zu kennen, größtenteils, aber ich lasse mir damit eigentlich Zeit. Ich habe es nicht eilig, aber ich möchte auf jeden Fall alle Tolkien-Bücher lesen. Ja. Dann noch die letzte Frage, die von Instagram kam, das war, hörst du Black Metal bzw. Metal generell? Ja, tue ich, also ja, beides. Ich höre hauptsächlich Black Metal und am liebsten Atmospheric oder Ambient Black Metal. Ja, aber ich habe auch andere Metal-Genres, zum Beispiel Pagan Metal oder Epic Metal, ja, oder generell so Heavy Power Metal sehr gerne, also alles Mögliche. Ja, genau. So, dann kommen wir zu den Fragen, die ihr mir auf YouTube gestellt habt. Und da war eine Frage, hast du ein liebstes Buchcover? Ich habe so viele. Ich muss da mal ein paar suchen. Ich kann mich nicht auf eins beschränken, aber ich kann euch ganz bestimmt ein paar wunderschöne Bücher zeigen. Kleiner Moment. Okay, Freunde, ich kann gar nicht so lange drüber nachdenken, weil ich würde so viele Bücher finden, deren Cover ich liebe. Ich habe euch jetzt hier einfach mal 3 ganz spontan rausgesucht und ja, ihr könnt da vielleicht sehen, welches meine Lieblingsfarbe ist. Das erste Buch, das habe ich euch, glaube ich, auch schon mal gezeigt in Bezug auf das Lieblingscover. Und zwar ist das das englische Cover von The Song of Achilles. Das ist dieses Buch. Ja, wunderschöner, goldener, reflektierender Helm auf diesem petrolblauen Hintergrund. Ich finde das einfach so schlicht und trotzdem so eindrucksvoll.
Ja, ich liebe dieses Cover. Dann haben wir ein Cover, The Haunting Season. Das ist eine Geschichtssammlung, eine Gruselgeschichtssammlung, die ja auf Englisch ist. Und zum einen sind die Geschichten darin wirklich toll, zum anderen finde ich das Cover einfach wunderschön, dunkelblau mit reflektierendem Gold. Ja, ich finde es fantastisch. Und das Letzte, das passt da farblich auch wundervoll dazu. Und zwar ist das auch die englische Ausgabe von Ariadne. Ja, ich liebe das Buch. Ich liebe Jennifer Saint. Ich liebe das Cover. Dunkelblau, reflektierendes Gold. Es ist einfach wunderschön. Also ich glaube, wenn ihr das alles hier so sieht, dann könnt ihr wahrscheinlich erkennen, dass ich Blau und Gold mag. Ja. Alles fantastische Bücher, alles Riesenempfehlungen, alles wunderschöne Cover. Die nächste Frage: Wärst du lieber unsichtbar oder würdest du lieber Gedanken lesen können? Ich wäre definitiv lieber unsichtbar. Und zwar aus dem Grund, weil ich denke, Gedanken lesen ist halt so ein mega Eingriff in die Privatsphäre von anderen Personen. Und ich respektiere deren Privatsphäre zu sehr, als dass ich da würde drin wühlen wollen. Deswegen würde ich lieber unsichtbar sein, weil dann ist man halt unsichtbar und Leute können einen nicht sehen und man kann ungestört machen, was man will. Das wäre fantastisch, findet ihr nicht? Nächste Frage. Wenn du eine Disney-Figur wärst, welche wäre es? Fantastische Frage. Vielleicht Pluto? Der ist halt ganz lieb und nett und total tollpatschig, also vielleicht Pluto? Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Okay, dann haben wir. Wenn du dir aussuchen könntest, in welcher Zeit du lebst, welche wäre das? Auch wenn ich so gerne verschiedene Zeitalter besuchen würde, glaube ich würde mich trotzdem für die heutige Zeit entscheiden. Ja, einfach weil ich mir nicht vorstellen könnte, das alles hier abzubrechen und irgendwo ein anderes Leben zu beginnen, in einer völlig anderen Kultur, mit völlig anderen, keine Ahnung, gesellschaftlichen Werten. Ja, ich finde, wir haben es heutzutage relativ bequem, relativ angenehm. Deswegen, auch wenn ich mich so sehr für andere, ja, also für vergangene Zeitalter interessiere, ich würde trotzdem hier bleiben wollen, weil hier ist alles relativ geordnet, es ist alles sauber, man kann medizinische Hilfe bekommen. Ja, ich glaube, ich würde hier bleiben. Für welche Zeit würdet ihr euch entscheiden? Würdet ihr auch hier bleiben oder würdet ihr trotzdem irgendwann anders leben wollen? Lass mir mal einen Kommentar da. Das ist sicher ein sehr spannendes Thema. Nächste Frage. Hallo, Grüße aus Deutschland. Grüße zurück aus der Schweiz. Liest du alle Bücher mehrfach oder warum sammelst du die Bücher alle? Und brichst du Bücher auch ab, wenn dir diese nicht gefallen? Schönes Wochenende. Danke ebenfalls. Nein, ich lese nicht alle Bücher zweimal, auch wenn ich das bei vielen so gerne würde tun wollen. Einfach aus dem Grund, dass ja, dass ich nicht die Zeit habe, jedes Buch zwei, dreimal zu lesen. Also vor allem ich als Buchhändlerin, wo auch ein Stück weit angehalten bin, immer wieder neue Bücher zu lesen, um auch immer wieder andere Bücher empfehlen zu können. Ich kann es mir halt nicht leisten, immer dieselben 20 Bücher zu lesen, auch wenn ich das teilweise gerne tun würde. Ja, ich habe durchaus Bücher, die ich mehrfach lese, weil ich die Geschichte oder die Atmosphäre darin so liebe. Aber die meisten Bücher lese ich einmal und behalte sie, weil ich die Geschichten toll finde, weil ich die Cover schön finde. Also ich sammle die Bücher aus diversen Gründen eigentlich. Ja, hauptsächlich, weil ich halt Bücher liebe, also Bücher als physische Objekte liebe und ich sie gerne einfach wieder in die Hand nehme, sie wieder durchblättere. Da auf Seite XY zwei, drei Sätze gerne wieder lese. Ja, ich liebe einfach Bücher. Auch als Dekoobjekte finde ich sie super schön. Ja, ich sammle sie einfach, weil ich sie behalten will. Und ja, ich breche durchaus auch Bücher ab. Früher habe ich das fast nie getan. Heutzutage tue ich das schon. Zum Glück muss ich das nicht ganz so oft. Also ich glaube, dieses Jahr habe ich bis jetzt drei Bücher abgebrochen. Weil ja, wenn das Buch mir halt überhaupt nicht zusagt, ist das auch Zeitverschwendung. Deswegen finde ich es absolut legitim, Bücher abzubrechen. Ja,
Genau, wie seht ihr das? Könnt ihr Bücher abbrechen oder nicht? Weil, wie gesagt, früher konnte ich das nicht. Ich konnte das nicht mit mir vereinbaren. Aber jetzt denke ich mir so, nee, ich habe was anderes, was Besseres zu tun. Also, wie macht ihr das? Dann die nächste Frage. Hallo Marina, hast du manchmal Leseflauten? Und wenn ja, was tust du dagegen? Liebe Grüße an dich. Liebe Grüße zurück an dich. Und ja, ich habe oft Leseflauten. Sehr oft, leider. Also dieses Jahr, das so 2022, war für mich gefühlt eine große Leseflaute. Ich habe zwar zum jetzigen Zeitpunkt heute, ich glaube, 68 oder 69 Bücher gelesen, was absolut nicht wenig ist. Also ich habe schon viel gelesen dieses Jahr, aber es hat sich trotzdem angefühlt, als hätte ich nie Lust auf ein Buch gehabt. Und ja, was ich dagegen mache, nicht so viel. Hätte ich einen tollen Tipp, dann hätte ich nicht das ganze Jahr eine Leseflaute gehabt. Ich kann es eigentlich gar nicht sagen, was ich dagegen tue. Ich versuche einfach immer nicht zu lesen, also mich nicht dazu zu zwingen, weil es dafür absolut keinen Grund gibt. Also ich denke, wenn man sich Zeit lässt, dann kommt die Lust zum Lesen wieder zu dir zurück. Wenn du dich nicht zwingst, nach dieser Lust zu jagen, dann wird sie irgendwann wieder kommen. Deswegen, ja, stresst euch nicht, falls ihr eine Leseflaute habt. Das Lesen ist ja schlussendlich nur ein Hobby, nur etwas, das man gerne macht. Und wenn es halt mal nicht die Zeit ist, das zu tun, dann ist es auch okay. Irgendwann kommen die Bücher wieder zu euch zurück. Ja. Dann die nächste Frage. Wie lange machst du deinen Beruf schon? Wie bist du darauf gekommen und was sind die Anforderungen? Da haben wir wieder so eine Buchhändlerfrage. Also, wie gesagt, falls wir ein separates Video machen sollen, lasst mich wissen in den Kommentaren. Ich mache meinen Beruf seit 2018. Im Sommer 2018 habe ich die Ausbildung begonnen, die ich im Sommer 2020 abgeschlossen habe. Also die Ausbildung, die geht eigentlich 3 Jahre. Ich hatte aber, wie vorhin schon mal erwähnt, zuvor bereits eine andere Ausbildung abgeschlossen. Deswegen war ich sozusagen qualifiziert genug, die Lehre in 2 Jahren abzuschließen. Ja, was ich 2020 getan habe, sprich, ich bin jetzt in meinem dritten Arbeitsjahr außerhalb von der Berufslehre und ich bin darauf gekommen, weil eine sehr gute Freundin von mir, die ist ebenfalls Buchhändlerin und sie hat damals, als wir zum ersten Mal in die Lehre kamen, hat sie Buchhändlerin gelernt. Und ja, ich habe das Ganze eigentlich durch sie kennengelernt, weil mir war das wie gar nicht bewusst, dass es diesen Beruf gibt. Und als ich mich dann so mit 2021 beruflich ein bisschen umorientieren wollte, hat meine Kollegin dann gesagt, hey, wie wär's dann mit Buchhändlerin? Ich meine, du liest doch gerne, also vielleicht wäre das ja was für dich. Und ich dachte mir, hey, ja, das ist was für mich. Und ich habe es dann angepackt, habe eine Lehrstelle gefunden, habe die Lehre gemacht und arbeite jetzt noch da. Und was sind die Anforderungen? Für Deutschland oder für ein anderes Land kann ich das natürlich nicht beantworten, aber für hier in der Schweiz, die Anforderungen sind eigentlich so, dass man den Oberstufenabschluss gemacht hat. Ich weiß gar nicht, ob man in Deutschland die Oberstufe auch Oberstufe nennt. Tut mir leid, falls das für alle Personen aus Deutschland völlig unhilfreich ist. Aber ja, hier in der Schweiz muss man die Oberstufe abgeschlossen haben. Die besten Chancen hat man, wenn man die Oberstufe, also die höchste Stufe der Oberstufe abgeschlossen hat. Hier in der Schweiz gibt es Sek A, Sek B und Sek C oder die Werkklasse. Ja, auf jeden Fall sollte man einen Sek A-Abschluss haben. Also wenn ihr nach dem Oberstufenabschluss noch irgendwie studiert habt oder irgendwas anderes gemacht habt, dann ist das alles auch wunderbar fantastisch. Ist keine Voraussetzung, aber es hilft euch halt immer. Ja, also sehr spezielle Anforderungen hat es eigentlich nicht. Ja. Dann die nächste Frage. Wenn es ein Buch über dein Leben gäbe, welchen Titel hätte es? Hat dein Lesegeschmack sich im Laufe der Jahre verändert? Wenn ja, wie? Wenn das Buch einen Titel hätte, ich weiß es nicht. Es wird schon irgendwie gut. Das wäre wahrscheinlich ein passender Titel. Es wird schon irgendwie gut, weil ist ein bisschen eine komische Persönlichkeit. Ich bin sehr, sehr introvertiert, sehr, sehr schüchtern. Ich kann, wenn ich nicht arbeite, sehr schlecht auf Personen zugehen. Ich kann sehr schlecht mit Personen reden, mit Personen, die ich nicht kenne. Und das bringt mich halt im Alltag immer wieder in so Situationen, vor denen ich irgendwie
Angst habe oder vor denen ich mich versuche zu verkriechen, weil ich einfach so bin. Halt außerhalb von der Arbeit, da kann ich total gut auf Leute zugehen und mit denen reden, ist ja auch mein Job. Aber im privaten Leben bin ich so. Deswegen, ja, egal was ich machen muss, irgendwie wird es dann schon gut. Egal wie ich durchs Leben gehe, was so alles passieren wird, irgendwie wird es schon gut. Das wäre wahrscheinlich ein guter Titel. Und mein Lesegeschmack, der hat sich schon verändert. Also ich glaube, das ist ein Stück weit auch für viele normal. Also als ich noch ein Teenager war, habe ich sehr gerne so Jugend-Fantasy-Bücher gelesen, weil ich natürlich halt auch in dem Alter war, in dem ich mich mit den Protagonistinnen identifizieren konnte. Heutzutage lese ich Jugendfantasy nicht mehr so gerne, weil mir die Personen in den Büchern oft naiv vorkommen, was auch völlig okay ist. Ich meine, sie sind Jugendliche. Was wollen sie? Also sie wissen es halt vielleicht noch nicht besser. Aber ich lese das nicht mehr so oft, weil ich halt den Büchern keine schlechte Bewertung geben will. Deswegen lasse ich da die Finger von und lasse die Bücher von den Personen lesen, die sie auch gut finden werden. Ja, heutzutage lese ich sehr gerne Horrorbücher, was ich früher nie getan habe. Nicht, weil ich Angst hatte, einfach weil ich nicht auf die Idee gekommen bin, das zu tun. Also ja, ich lese auch sehr gerne Klassiker, was ich mit so 15, 16, 17 nicht getan habe, weil ich sie damals langweilig fand. Heute finde ich sie fantastisch. Ja, also es hat sich schon verändert. Vielleicht wird sich das Ganze nochmal komplett wenden. Wir werden sehen, ihr werdet es auch sehen. Aber ja, genau. Nächste Frage. Von welchem Buch warst du so richtig enttäuscht? Das aktuellste Beispiel. Ich erwähne jetzt hier nochmal das letzte Haus in der Needle Street von Catriona Ward. Das Buch habe ich vor einer, zwei Wochen beendet. Ich hatte so große Hoffnungen, weil alle das Buch so toll fanden. Und ich fand das einfach abgrundtief langweilig. Ja, bis zu dem Punkt, dass ich am Schluss die Plot-Twists, die passiert sind und sehr raffiniert waren, dass ich da einfach dachte, ja, okay, dann eben. Also ich hatte so gehofft, dieses Buch zu lieben. Für mich war es ein totaler Flop. Leider, leider, leider. Nächste Frage. Wie bist du zum Lesen gekommen und wo kaufst du deinen Schmuck? Gerne ein paar Lieblingsseiten teilen. Und was ist dein absolutes Lieblingsbuch? Also erstmal danke, dass du meinen Schmuck schön findest. Wie bist du zum Lesen gekommen? Durch mein Interesse an Hunden, würde ich sagen. Also als ich noch ein Kind war, waren Hunde meine absoluten Lieblingstiere. Ich wollte unbedingt so, so gerne selber einen Hund haben. Und ich habe auch Wölfe total geliebt. Und ja, ich bin da über ein paar Bücher gestolpert, die ich super gerne gelesen habe. Zum Beispiel die Bücher von Jack London, Wolfsblut und Ruf der Wildnis, also zwei Klassiker. Dann hatte ich noch so ein, zwei andere Bücher, die so Hunde als Protagonisten hatten und diese Bücher habe ich als Kind so oft gelesen und ich glaube, es hat auch tatsächlich so mit diesen Büchern angefangen, ja, dass ich gerne gelesen habe. Damals war ich wahrscheinlich so 8, 9 Jahre alt. Genau, ja. Wo kaufst du deinen Schmuck? Ich kaufe sehr, sehr selten Schmuck. Den meisten Schmuck, den ich habe, habe ich an Mittelaltermärkten gekauft. Teilweise habe ich auch Schmuck, den ich wirklich schon 10, 20 Jahre, zum Beispiel diesen Ring, den ich fast immer trage, ich kann euch den mal zeigen. Also diesen Ring, das ist ein kleiner Drache, den habe ich sicher seit fast 20 Jahren. Den hat mir meine Mama mal gekauft, weil ich als Kind Drachen so geliebt habe. Den meisten Schmuck kaufe ich eigentlich auf Mittelaltermärkten, gerade so, so Edelsteinschmuck oder so alle diese Ringe, die ich jeweils in den Ohren habe. Kann ich euch irgendwelche Seiten verlinken? Ich habe ein paar Goldschmuckteile von Ilios. Das ist ein Shop aus Griechenland auf Etsy. Den kann ich euch mal verlinken. Diesen Schmuck finde ich sehr schön. Und ansonsten, falls ihr aus der Schweiz seid, werde ich euch den Flammenherz-Shop mal verlinken. Das ist ein Shop, den ich auf Mittelaltermärkten sehr gerne besuche. Da habe ich viele Teile her. Aber ansonsten, ich habe zwar viel Schmuck, aber ich kann euch gar nicht wirklich sagen, dass der Schmuck jeweils von da und da ist. Irgendwie
haben sich die Teile einfach so über die Jahrzehnte hinweg angesammelt. Und noch der letzte Teil der Frage, was ist dein absolutes Lieblingsbuch? Um die Antwort kurz zu machen, sage ich nach wie vor das Lied des Achill, also The Song of Achilles. Ja, ich liebe diese Geschichte absolut. Aber ich habe noch weitere Bücher, die ich sehr, sehr gerne liebe, die ich doch schon auf fast dieselbe Stufe wie dieses Buch stellen würde. Und ja, vielleicht kann ich da mal noch ein separates Video dazu machen, so mit meinen 5 bis 10 absoluten Lieblingsbüchern. Also falls euch das interessiert, dann dürft ihr sehr gerne auch einen Kommentar da lassen. Dann kann ich euch mal so, ja, einfach über ein paar Bücher erzählen, die mir sehr am Herzen liegen. Denn ich glaube, einige davon habe ich euch auf dem Kanal noch gar nie gezeigt oder nie wirklich gezeigt. Also ja, vielleicht können wir das auch mal tun. Lasst eine Nachricht da, wenn es euch interessiert. Die nächste Frage, was ist dein absolutes Herzensbuch und Lebenshighlight? The Song of Achilles. auf jeden Fall ein Lebenshighlight. Ich habe dieses Buch bisher 2-mal gelesen und ich werde das in den nächsten Jahren sicher noch viel öfter lesen. Ja, aber wie gesagt, es gibt noch ein paar andere Bücher, die sich den Platz so knapp mit diesem hier teilen. Also da kann ich euch gerne noch ein extra Video mal dazu machen. Die nächste Frage. Welche Hobbys hast du neben dem Lesen? Welcher Autor sollte deine Memoiren schreiben? Welchem Autor würdest du beim Schreiben am liebsten über die Schulter schauen? Also, welche Hobbys hast du neben dem Lesen? Eigentlich gar nicht so viele. Also ich gehe sehr gerne in den Wald, so ein bisschen spazieren, schaue mir die Natur an. Ja, und verbringe einfach so Zeit im Wald, im Grünen. Da kann ich auch sehr, sehr gut Kraft tanken. Aber ansonsten habe ich nicht sehr viele Hobbys, um ehrlich zu sein. Zählt Haushalt als Hobby, also so Bettwäsche waschen, Staubsaugen. Das ist eigentlich das Einzige, das ich neben dem Lesen so wirklich tue. Das Haus putzen. Ich bin eine sehr langweilige Person eigentlich. Dann, welcher Autor sollte meine Memoiren schreiben? Eine etwas traurige Antwort. Ich glaube, keiner oder keine, weil mein Leben ist nicht so spannend. Deswegen, das würde auch niemand lesen wollen. Deswegen sollte sich auch niemand mit dem Thema befassen müssen, das alles aufzuschreiben. Also niemand. welchem Autor würdest du beim Schreiben am liebsten über die Schulter schauen? Ich glaube, das wäre tatsächlich Stephen King, weil ich bis jetzt einige Bücher von ihm gelesen habe und es mich sehr interessieren würde, wie er das Ganze schreibt, wie er zu den Ideen kommt und wie das so aussieht, wo er sich hinsetzt, wie er schreibt, also so am Computer, mit der Schreibmaschine, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ja, ich glaube, ich würde Stephen King sehr gerne mal zuschauen wollen. Dann die nächste Frage. Hallo liebe Marina, wird es auch weiterhin Nail-Tutorials geben, beziehungsweise eventuell ein zweiter Kanal? Also erstmal herzlichen Dank für das Interesse. Es freut mich sehr, dass sich tatsächlich noch irgendjemand für Nagellack und so interessiert und nicht nur ich. Nail-Tutorials in dem Sinne wird es auf meinem Kanal nicht unbedingt geben. Ein zweiter Kanal kommt für mich auch nicht in Frage, weil ich da halt effektiv die Zeit dazu nicht habe. Also neben der Arbeit, dem langen Arbeitsweg, Haushalt und allem und dann noch Videos für diesen Kanal zu machen, da bleibt echt keine Zeit, um nochmal einen Kanal zu betreuen, auch wenn ich das super gerne tun würde. Also es wäre ein Traum für mich, den ganzen Tag einfach meine Videos drehen und schneiden zu können, aber das kann ich mir halt nicht leisten. Deswegen, nein, ein zweiter Kanal ist nicht geplant, leider. Aber auf diesem hier kann ich natürlich vor allem so in den Vlogs vielleicht öfter Nail-Tutorials oder Nageldesigns einbauen, wenn das Interesse da ist. Also ja, lasst mich wissen, wenn es euch interessiert. Kann ich natürlich sehr gerne tun. Mich würde es freuen, wenn ich das Ganze ein bisschen mit euch teilen kann. Okay, Freunde, wir haben es bald geschafft. Haltet durch! Also, dann noch die nächste Frage. Welche Bücher haben dich am meisten berührt, beeinflusst oder beeindruckt? Was ist deine Leseroutine? Wann hast du angefangen, so viel zu lesen? Was sind deine Lieblingsbücher? Also, dem mit den Lieblingsbüchern. Ich zeige euch das Buch jetzt zum allerletzten Mal heute, das Lied des Achill. Thema allgemeine Lieblingsbücher, kann ich gerne ein separates Video machen. Wie gesagt, lasst es mich wissen, dann können wir das tun. Fangen wir von unten an, okay? Wann hast du angefangen, so viel zu lesen?
So viel, also in dem Ausmaß, wie ich es jetzt tue, so mit 2021. Also noch nicht so lange her. Ich bin jetzt 27, falls ihr es nicht gewusst habt. Ja, also so vor 6, 7 Jahren habe ich wirklich angefangen, jährlich so 70, 80 oder noch mehr Bücher zu lesen. Genau. Was ist deine Leseroutine? Ich habe keine. Ich lese dann, wenn ich nicht zu müde bin, um zu lesen. Also das ist so das einzige Kriterium, weil ich bin fast immer müde. Deswegen, wann immer ich nicht müde bin, mache ich mir ein Hörbuch an oder setze mich hin und lies. Eine Routine gibt es da leider wirklich nicht. Welche Bücher haben dich am meisten berührt, beeinflusst oder beeindruckt? Von einem aktuellen Standpunkt reden, dann muss ich sagen, dass mich die Bücher von Madeline Miller, Jennifer Saint und Pat Barker sehr berührt und beeindruckt haben. Also das sind ja alles die Bücher zum Thema griechische Mythologie bzw. Neuinterpretationen der griechischen Mythologie. Und alle Bücher von diesen Autorinnen, die ich gelesen habe, haben mich einfach sehr berührt, sehr mitgenommen auf eine Art, also positiv und negativ. Ja, und das waren einfach so fantastische Welten, in die ich eingetaucht bin, in diese Bücher, in diese Geschichten. Und an all diese Bücher denke ich einfach immer noch regelmäßig sehr, sehr gerne. Also ich glaube, gerade so das Thema Neuinterpretation griechischer Mythen, das ist was, was mich wirklich sehr geprägt hat in den letzten 2, 3 Jahren. Und dann muss ich auch noch sagen, die Bücher von Jack London. Wie gesagt, das waren die Bücher, die ich als Kind sehr oft gelesen habe und sehr, sehr geliebt habe. Und ja, mit denen eigentlich meine Liebe zu Büchern so ein bisschen auch gestartet hat. Dann als nächstes, ich liebe deine Videos. Vielen, vielen Dank. Das bedeutet mir sehr, sehr viel. Also herzlichen Dank, dass du dir nochmal Zeit genommen hast, mir das zu schreiben. Ich habe sehr viele der Bücher, die du vorstellst, auf meiner Wunschliste geschrieben. Kennst du das auch, dass du dich manchmal nicht entscheiden kannst, was du als nächstes liest? Wenn ja, was hilft dir, dich zu entscheiden? Ich bin immer am Verzweifeln, weil ich mich nicht entscheiden kann. Ja, ich auch. Also ich fühle absolut mit dir. Das ist so ein doofes Gefühl, wenn du unbedingt lesen willst, aber du hast keine Ahnung was. Ja, mein Tipp, lies vielleicht etwas, was du schon mal gelesen hast, wenn du gerade nicht weißt, wo du weitermachen sollst. Wenn du zum Beispiel ein Buch hast, das du sehr gerne magst, das relativ schlank ist, also ich würde sagen 100 Seiten oder weniger, dann lies dieses Buch, weil dann hast du deine Zeit nicht damit verschwendet, dir zu überlegen, was du lesen sollst, sondern du hast irgendetwas gelesen und dadurch, ja, hast du dann vielleicht plötzlich Lust, in die eine oder in die andere Richtung zu gehen mit deiner nächsten Lektüre und so kann sich dann vielleicht auch herauskristallisieren, auf was du dann doch ein bisschen mehr Lust hast. Ja, und so findest du dann vielleicht auch deine nächste Lektüre. Okay, die zweitletzte Frage. Mit welchem Protagonisten und aus welchem Buch würdest du gerne einmal die Rollen tauschen? Wie sieht für dich ein perfekter Tag aus? Liebe Grüße, du bist toll. Ich danke dir viel, viel mal. Du bist auch toll. Mir wurde die Frage schon mal gestellt. Da habe ich gesagt, Mara aus Mara und der Feuerbringer. Das sage ich dieses Mal jetzt nicht mehr. Sondern ich sage, vielleicht mit Adrienne von Der Fluch von Ashburn House. Ja, ich glaube, das wäre vielleicht mal sehr interessant, die Rollen mit ihr zu tauschen, weil zum einen weiß ich, dass sie, kleiner Spoiler, dass sie nicht stirbt in dem Buch, also dass alles gut wird sozusagen, aber sie erlebt halt schon einen ziemlichen Horror in Ashburn House und vielleicht wäre es mal ganz interessant, die Rollen mit jemandem zu tauschen, der so quasi durch die Hölle gehen muss und den so richtig, richtig gruselt in der Geschichte. Also ja, ich suche mir jetzt einfach mal Adrienne aus und begebe mich in ein Spukhaus. Und wie sieht für dich ein perfekter Tag aus? Ein perfekter Tag ist für mich ein Tag, an dem ich natürlich nicht arbeiten muss, weil ich will mich entspannen und nicht mit Menschen reden. Ja, morgens aufstehen, Kaffee trinken, aufs Sofa sitzen, bisschen lesen, Katze kuscheln. Später vielleicht mit meinem Freund ein bisschen im Wald spazieren und außer mit meinem Freund mit niemandem reden. Ein perfekter Tag ist für mich eigentlich nicht ein mega spezieller Tag, sondern einfach so ein ruhiger Tag. Die letzte Frage, Freunde, ihr habt es fast geschafft. Machst du dir Leselisten für den Monat oder entscheidest du immer spontan, welches Buch du als nächstes liest?
und liest du mehrere Bücher gleichzeitig oder eins nach dem anderen? Bin schon gespannt auf das Video. Vielen Dank, hier ist es endlich. ich mache mir keine Leselisten für den Monat, eher so für die Jahreszeit. Also so eine Leseliste für den Winter, für den Herbst, für den Frühling, für den Sommer. Ob ich sie dann befolge oder nicht, die Leseliste, das ist immer ein bisschen offen. Weil ich bin ein ziemlicher Moodreader, wie man das ja so schön nennt. Also ich lies das, auf was ich im Moment gerade am meisten Lust habe. Und das können durchaus Bücher sein, die dann nicht in der Leseliste drin waren. Und ja, der Grund, warum ich mir keine monatlichen Leseliste mache, ist, weil ich mich damit selber einfach unter Druck setze. Einige von euch machen das vielleicht, um sich den Monat so ein bisschen strukturieren zu können und um sich besser zu fühlen, weil ihr einen Plan habt. Für mich geht das Ganze dann völlig nach hinten los. Ich fühle mich dann so gestresst, deswegen mache ich das Ganze nicht. Also ich mache mir so einen groben Plan, je nach Jahreszeit, aber den befolge ich dann schlussendlich vielleicht zu 60-70%. Liest du mehrere Bücher gleichzeitig oder eins nach dem anderen? Meistens habe ich gerade zwei Bücher, die ich lese. Eins, das ich physisch lese und eins, das ich als Hörbücher, also als Hörbuch höre. Wenn ich halt eben teilweise mal zu müde bin, um zu lesen, aber trotzdem lesen will, ist ein Hörbuch viel angenehmer. Deswegen habe ich eigentlich immer ein physisches Buch sowie auch ein Hörbuch parat. Ja, also meistens lese ich eigentlich zwei gleichzeitig. So, Freunde. Jetzt kann ich fast nicht mehr reden. Das war's mit dem heutigen Video. Das waren alle eure Fragen und ich möchte mich nochmal ganz herzlich bei allen bedanken, die eine Frage gestellt haben. Ich finde es so toll, dass so viele von euch auf dem Kanal sind und dass so viele von euch mich begleiten und auch ja, der ganze Austausch mit euch. Ja, es ist immer so schön zu sehen, wie aktiv ihr auch Kommentare schreibt, wie ihr dann teilweise miteinander in den Kommentaren schreibt. Also es freut mich wirklich mega, mega, dass wir hier eine kleine Community haben. Ja, und ich finde es einfach immer so schön, ein neues Video zu posten und zu sehen, wie ihr darauf reagiert, wie das Ganze so bei euch ankommt. Ja, also danke, liebe Freunde. Und ich denke, beim nächsten großen Meilenstein, wenn unser Kanal 3000 Abos erreicht, dann werden wir wahrscheinlich mal ein Giveaway machen. Ja, also falls ihr regelmäßig meine Videos schaut und noch nicht Abonnent oder Abonnentin seid, dann klickt doch jetzt auf den Abonnier-Button, dann ja, kommen wir schneller zu den 3000 und dann gibt es schneller an eine Gewinnchance für euch, weil ich möchte euch natürlich irgendwann gerne auch mal etwas zurückgeben. Deswegen bei 3000 gibt es ein Giveaway, auf das ich mich jetzt schon freue. Ja, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich noch hinzufügen soll, außer dass ich hoffe, dass es euch gut geht, Freunde. Und ich hoffe, ihr passt gut auf euch auf. Bleibt gesund, wir sehen uns sehr bald wieder und bis dahin, ja, wünsche ich euch alles Gute. Danke, dass ihr hier seid und wir sehen uns sehr bald. Ciao, liebe Freunde!